Hallo und willkommen zum letzten Video in diesem Jahr 2023. Es ist der 31.12. und wie im letzten Jahr nehme ich wieder ein Video auf, um nochmal Revue passieren zu lassen und so ein bisschen einen kleinen Ausblick auf 2024 zu geben. Ja, und um mich auch vor allen Dingen zu bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr meine kleinen Videos geguckt habt, die ja im Endeffekt zur Unterhaltung dienen sollten, mit dem, wo ich meine Sammlung zeige, was ich ja manchmal ein bisschen talke, wo das nicht so oft war, wie ich es gerne hätte und so weiter und so fort. Also in dem Sinne, danke für, dass ihr überhaupt dabei wart, dass ihr meine Videos so, ja, geliked, kommentiert und dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Da freue ich mich sehr drüber und da möchte ich danke für sagen. Ja, und wie gesagt, ein bisschen Revue passieren lassen, so ein bisschen reden, was war stand an, was hat mich so ein bisschen begeistert, obwohl ich vorhabe, ab Januar, aber ja, natürlich jetzt nicht in einer Woche 5 Videos oder so, so wieder meine 5 Videos zu machen, was waren meine 5 besten Kleinanzeigen-Deals oder Deals überhaupt, was waren meine besten 5 Flohmarktfunde und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal meine 5 besten Videos von 2023. Und ich muss euch sagen, ich war echt erstaunt. Mein Ziel war ja wirklich, wie soll ich sagen, 2 Videos die Woche rauszubringen. Habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe letztes Jahr 90 Videos knapp rausgehauen, was auch schon viel ist. Erstaunlich. Ich habe aber wirklich mit diesem Video 101 Videos veröffentlicht. Wahnsinn. Und das nur in diesem Jahr. Einfach nur, weil ich Spaß dran hatte. Es ist nicht so, weil ich mich gezwungen fühlte und weil es mir einfach Spaß macht. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja 2-mal die Woche. Ich versuche am Sonntag, habe ich immer versucht, so ein Pickup-Video oder Sammlungs-Upgrade-Video. Da waren ja auch die Flohmarktfunde, was natürlich jetzt Anfang, Ende Dezember schwierig ist, weil so ja, Beginn November bis März hier in meiner Gegend kaum Flohmärkte sind. Vielleicht finde ich mal was, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und euch das zeigen. Ansonsten kommen Sammlungs-Updates und da gibt es einiges zu sehen. Noch und ich habe auch noch einiges aufgenommen, was ich gar nicht dieses Jahr mehr veröffentlicht gekriegt habe, weil ich es noch schneiden muss und weil es auch zeitlich nicht immer ging. Und genau das ist auch noch mal so ein zweiter Punkt. Ich mache das hobbymäßig, es macht mir einfach viel Spaß. Und ich habe aber leider nicht immer die Zeit, das so aufzunehmen, wie ich möchte. So ein Pickup-Video geht ein bisschen schneller, es schneidet sich schneller. Ich habe nicht viele Schnitte, ein paar Fotos und so weiter. Das geht dann ja, wesentlich schneller und besser. Besser ist nicht das richtige Wort. Es geht einfach einfacher, weil ich nicht so viel Schnitte habe, nicht so viel vorbereiten muss. Ich möchte gerne noch ein bisschen Background-Videos machen. Das habe ich nicht so geschafft dieses Jahr, wie ich gewollt habe. Das ist so das Negative des Ganzen. Aber ich arbeite dran. Ich muss dazu sagen ja auch, ich habe abgesehen vom Wochenende manchmal nur einen Tag in der Woche frei. Und ich bin dadurch auch abhängig, dass ich dann auch die Zeit habe. Ich bin beruflich anderweitig tätig und das hat halt Hauptaugenmerk. Ja, was kann ich sonst noch so alles sagen? Ja, also im Endeffekt habe ich mich gefreut, dass ich so überhaupt die Videos halt machen konnte und dass ich Spaß hatte. Und es gab so viele Sachen, die ich auch dieses Jahr erlebt habe. Ja, kommen wir gleich schon mal zu dem Punkt. Ich möchte echt hervorheben die Conventions oder die Veranstaltung, wo ich war. Eins der großen Highlights war natürlich die Toyplosion im Oktober. Und das war Hammer. In dem Fall möchte ich mich natürlich an alle bedanken, die ich dort getroffen habe. Und ich versuche nicht jeden, schaffe ich wohl nicht zu nennen, aber ich versuche einige, vor allen Dingen danke ich Flo, dem Bürgermeister, dass er mich auch damals da unterkommen lassen hat und seine Familie auch noch, die mich da unterstützt haben, die mich und meinen Bruder aufgenommen haben für den Tag da. Und das war echt Wahnsinn für den Matt, dass wir danach noch einen schönen Deal hatten. Das war auch echt toll. Und vor allen Dingen für die ganze Veranstaltung, die war mega. Also wie gesagt, die Videos alle in meiner Liste, da findet ihr alles, was ich ja, gefilmt habe, meine Eindrücke und so weiter, was ich mitgenommen habe. Obwohl, was ich mitgenommen habe von dem Matt, mit dem Star Wars, was ich da nur anteasere. Ich habe das Video ist abgedreht, aber noch nicht geschnitten. Das kommt im Januar, denke ich mal. Je nachdem. Ich habe so viel inzwischen Neues, was ich zeigen möchte und naja, das so zwischendurch. Auf jeden Fall die Toyplosion, mega. Ich möchte mich bedanken an alle, die ich getroffen habe. Ja, schon wieder Böller draußen. Es ist Silvester, was erwarte ich? Letztes Jahr bei meinem Video waren auch ein paar Böller zu hören, während ich gequatscht habe.
Jedenfalls, ich möchte mich an Peter Petendo bedanken, nicht nur für die Deals, die wir in diesem Jahr hatten, sondern auch für die Toyplosion, dass er sie organisiert hat, dass wir uns das erste Mal getroffen haben und mal persönlich unterhalten haben. Es hat mich mega erfreut, in dem Fall auch dem Aslan, die Kampfmaschine. Danke dir, es war super toll. Und ich versuche, die meisten zu nennen, die ich da getroffen habe. Und seitdem ich auch echt tollen Kontakt habe zu den Leuten, noch besser als durch meine WhatsApp-Gruppen, dem lieben Mike, ne, den wir haben uns echt, verstehen uns seitdem auch noch besser. Wir haben uns erstmal so getroffen. Marte, Ultimate Player, wir haben uns vorher schon gut verstanden, aber da haben wir uns getroffen. Und ich misse nicht das Wrestling-Duell. Ich habe es zwar nicht mit dir geführt, aber ich habe es aufgenommen. Und die Afterparty war mega. Es war eine tolle Erinnerung und es hat immer wieder Spaß gemacht. Und es macht diese kleine Community aus. Und ich muss echt überlegen, es ist echt schwer, manchmal die Leute zusammen zu halten, die man da getroffen hat. Marco, den Retro-Krempel, auch wir haben uns super verstanden. Das war toll, dich da wirklich kennenzulernen. Den Toy Tanner, ne, auch ein norddeutscher Jung. Ja, wir haben uns hier im Norden, könnten wir uns über den Weg laufen, theoretisch. Ne, kommt ein bisschen weiter weg als ich, aber eher als unten im Süden. Aber wir haben uns da getroffen, super geil. Und seitdem haben wir auch tollen Kontakt. Danke dir auch nochmal. Die Trödelmama, auch dass ich die kennenlernen durfte. Und ich habe den Sven aus meiner Gruppe, danke auch, dass wir uns jetzt inzwischen gut kennen. Aber wir haben uns auf die Toyplosion verpasst, weil wir uns noch nicht so kannten. So ist es ja manchmal. Ach, und auch ein Kumpel aus der Holger aus meiner Transformers-Gruppe, haben wir es da getroffen, war toll. Und ich hatte ja so eine Mini-Con noch mit Transformers-Kollegen treffen, fand ich auch super. Aber wie gesagt, Toyplosion war episch, diese ganzen Toys zu sehen. Und in diesem Fall möchte ich kurz sagen, ob ich es gleich nochmal später sage, was ansteht, dann später Toyplosion 2, ich bin dabei. Ja, was war außerhalb der Toyplosion? Ich muss sagen, dieses Jahr waren die Cons erst im zweiten, oder waren erst im zweiten Hälfte des Jahres zu finden. Die CMC, die sonst regelmäßig war, fand diesmal nicht so häufig statt, aufgrund dessen, dass die nicht diese Termine, die Locations zu den Terminen gekriegt haben. Somit war das nicht so häufig wie normal. Ich hoffe, dass es in 2024 häufiger wird. Da bin ich auf jeden Fall in Hamburg tätig. Wieder, das war diesmal auch richtig toll. Und Tom und Uwe, danke für die Organisation der CMC, der Manga, der Comic und Manga Convention. Die ist mega und macht immer wieder viel, viel Spaß, da zu sein. Ja, und ich lade euch auch ein, wenn es wieder stattfindet. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich da bin, und mich da zu besuchen und hier zu quatschen. Ja, was stand noch an? Das war, glaube ich, kurz vor der Toyplosion oder danach. Danach, es war alles in diesem gleichen Zeitraum. Das war die Retro Gamescom in Soltau. Auch eine richtige tolle Retro-Con. Mega geil. Und dort habe ich mich unter anderem, also ich habe mich mit einigen getroffen da und kennengelernt, die ich aber teilweise namentlich auch schon wieder vergessen habe. Die habe ich später auf der Polaris auch getroffen. Aber ich möchte mich an den Vierrad bedanken. Danke für die tollen Gespräche, die wir auf der Retro Gamescon in Soltau geführt haben. Ich freue mich auch, dass wir uns nächstes Jahr da wieder bestimmt sehen. Das wird richtig spaßig sein. Ja, und dann stand die Polaris an dieser Mega-Convention in Hamburg. Da bedanke ich mich auch bei einigen, aber die war auch echt toll. Das war ja nicht nur eine Retro-Games-Börse, wo ich da ja hauptsächlich war, aber es war eine Manga-Convention und es waren so viele Highlights und so weiter und es war echt Wahnsinn. Einerseits ging sie diesmal 2 Tage und diese ganze Convention war toll. Auch hier gibt es ein Video dazu, weil wir hatten unter uns Verkäufern auch schon so eine tolle Gemeinschaft, dass es Spaß gemacht hat, sich zu unterhalten, und wir haben uns viel ausgetauscht, auch untereinander gedealt. Und ich habe da die meisten Namen gar nicht drauf, aber dem Stefan, dem Organisator, möchte ich danken. Danke auch, wir haben echt gut unterhalten. Wir wollten uns auch noch treffen dieses Jahr, kam leider nicht dazu. Das ist aber für 2024 geplant. Ja, und in dem Fall möchte ich mich auch bei Sammlerschutzhüllen, dem lieben Manuel und dem Flashkowski, den Jona, bedanken. Wir haben echt viel Freude, Spaß gehabt. Ja, der Burger, das danach am zweiten Tag war mega. Und ja, das war einfach ein Hammer-Event. Also das war, ich zehre immer noch von diesen beiden Conventions, von der Toyplosion und besonders von der Polaris,
weil die haben so viel Spaß und Auftrieb mir und meinem Bruder gegeben. Das hat so, das bestätigt auch in der Sammlung. Es macht Spaß, sich mit der Sammlung auszutauschen. Klar, man verkauft auch Games, man kauft Games und so weiter. Aber es ist auch das gewisse Etwas, das Feeling und die Gleichgesinnten zu finden. Und ich weiß, dass ich meinem Bruder am Stand 2 Stunden stehen lassen habe, nur um ein Autogramm zu bekommen von den Synchronsprechern von One Piece, die ja da vor Ort waren. Und nochmal ein Foto mit dem lieben Nino-Kerl von Ninotaco TV, mit dem ich mich auch gut unterhalten habe, den ich auch im Jahr zuvor kurz getroffen habe und ich mal ein paar Worte wieder mit ihm schnacken konnte. Man sieht sich ja sonst auch kaum. Es war echt abenteuerlich, aber zusammen mit Manuel und Jona haben uns da angestanden und haben uns die Autogramme geholt. Das ist auch unvergessen. Das ist so ein Moment, der einfach Wahnsinn ist. Und was auch Wahnsinn war, dass wir Vincent Fellow getroffen haben. Vincent Fellow, Synchronsprecher von Clive. Das ist der Hauptcharakter des neuen Final Fantasy 16. Der war auch da zu Gast und vor Ort, ne, zu Gast weiß ich gar nicht, ob er auf Panels war, hat auf jeden Fall Autogrammstunden. Und der war, ist auch ein Game-Nerd und ist auch über die Games, ja, den Retro-Games-Bereich gewandert und haben uns auch getroffen. Und am ersten Tag hatte ich leider, oder hatte mein Bruder nicht was dabei von Final Fantasy 16 für ein Autogramm, aber er hatte sich was abgekauft von unserem Stand, was er haben wollte. Und mein Bruder hat ihm dann einen guten Deal gemacht und gesagt, wenn du morgen zurückkommst, und mir ein Autogramm gibst, kriegst du das zu dem Kurs. Ja, so ein Bro-Deal, ne? Wie es so ist. Und er sagte, ja, ich komme auf jeden Fall. Und er kam auch, wir haben ein gemeinsames Foto, ich blende es auch nochmal ein. Es war Wahnsinn, diese ganze Erlebnisse zu haben. Und danke euch für das Ganze. Vielleicht blende ich die Sachen auch am Ende ein, das weiß ich noch nicht genau. So ein Dankesvideo am Ende mit den ganzen Bildern. Muss ich mir spontan überlege ich mir das gerade. Das Video ist jetzt wirklich eine spontane Sache, aber wahrscheinlich mache ich am Ende noch mal schöne Fotos einblenden mit dem Ganzen. Ja, aber es war Wahnsinn. Es hat einfach Spaß gemacht, diese ganzen Erlebnisse, diese ganzen Leute kennenzulernen. Und wie gesagt, Vincent, auch dir danke. Und es war einfach episch, das Ganze. Ja, das waren auf jeden Fall die Conventions. Dann mehr gab es dann wirklich nicht. Ich hoffe nächstes Jahr mehr. Wie gesagt, was steht nächstes Jahr an? TMC in Hamburg wird wieder stattfinden. Ich habe noch keinen Termin. Die erste in Bremen ist im Januar angekündigt. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Ich weiß auch, die Retro Gamescom in Soltau wird wieder stattfinden. Da werde ich auch auf jeden Fall da sein. Ja, und auf jeden Fall auf der Toyplosion 2. Die, hier habe ich das Kärtchen, am 14. und 15.09. 2024 stattfinden wird. Zwei Tage bin ich da. Beide Tage von 10 Uhr bis 18 Uhr am 1. und bis 16 Uhr am 2. Ja, kommt hin. Ne? Unter toyplosion.de könnt ihr Karten haben. Ich bin vor Ort. Ich freue mich tierisch auf euch. Ich weiß noch nicht, was ich da zum Kauf mitnehmen werde. Auf jeden Fall werde ich wieder genug haben. Ich habe 2 Tische da und da freue ich mich drauf. Das wird mega. Und auch die alten, neuen, guten Kumpels alle dort zu treffen, die ich vorhin genannt habe. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ja, was kann man sonst noch alles sagen? Ich habe nicht das Sammeln aufgegeben. Es kommt so viel in die Sammlung. Und ich weiß, dass ich noch einige Sachen erwarte, jetzt im Jahreswechsel. Aber wie gesagt, ich alles zu zeigen, was ich so bekommen habe, manchmal ist gar nicht möglich. Ich habe das gemerkt, als ich mein Video gemacht habe, nur von den Filmen. Das war ein halbes Jahr, was ich da zusammen gesammelt habe, weil ich immer wieder andere Sachen gezeigt habe. Ja, aber so wird es auch sein. Ich will versuchen, die Videos nicht mehr ganz so lang zu halten. Manchmal aber auch gar nicht so einfach. Und man redet einfach, man zeigt die Sachen und ups, 40 Minuten. Naja, ist das so. Deswegen werde ich das, was ich so... Ich habe eine Menge Games neu. Gut, ich habe ein paar alte Aufnahmen noch. Das wird wahrscheinlich gleich bleiben. Aber wir versuchen, thematischer zu werden und die dann entsprechend zu machen. Ja, und dann will ich, wie gesagt, noch ein paar versprochene Themenvideos machen. Die werden auch kommen, die sind in Vorbereitung, aber wie gesagt, manchmal habe ich zu wenig Zeit, um allein solche Aufnahme zu machen, was zu sprechen, aufzubauen, vielleicht entsprechende Sachen, Dekorationen, Teile rauszusuchen, das ist manchmal etwas schwierig. Ja, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Was habe ich mir sonst noch überhaupt aufgeschrieben? Ja, genau, was ein Ziel, das ich dieses Jahr hatte, war 500 Abos zu erreichen. Habe ich geschafft. Ich bin bei über 520 Abos. Wahnsinn, ich habe versprochen, eine Roomtour zu machen.
was heißt Roomtour? Ich habe nicht wirklich einen Sammlungsraum. Hier hinter mir seht ihr so ein bisschen Deko. Es sind bei mir Ecken, es sind bei mir Regale. Aber nicht rein einen Sammlungsraum, sondern das ist hier in meinem Arbeitsbereich und mein Arbeitszimmer. Das habe ich sehr schön dekoriert. Ein bisschen habe ich im Wohnzimmer. Das ist so ein bisschen verteilt. Und auch mein Bruder hat einen Teil verteilt. Das ist also in seinem Arbeitszimmer ist es halt so ein bisschen, so trennt man so ein bisschen die Sachen alles. Ich zeige euch Bilder von den Regalen, ich rede dazu. Ich habe so zwischendurch immer mal Aufnahmen gemacht, das wird auch kommen. Und ich habe das beschlossen, also mein Ziel ist es, ich habe schon noch nicht komplett fertig, weil hier kommen immer noch ein paar Sachen dazu. Und die neuesten Sachen werden sowieso nicht gezeigt. Und ich kann euch auch sagen, es ist nicht alles gezeigt, weil nicht alles ausgestellt ist, was existiert. Aber es wird eben halt gezeigt, was. Und ich plane das zum Anfang Februar. Was daran liegt, dass ich älter werde in dem Bereich und runde, ein halbes Jahrhundert runde, was erstaunlich ist. Ne? Dann fange ich an, mein Leben Minus zu zählen, wie ich so witzig, immer gern witzel. Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann überlegt, passt das perfekt, dass es so als Special auch gleichzeitig ist. Und dann wird das kommen. Das habe ich versprochen, das ist in Vorbereitung, das kommt dann. Und ich habe die 500, ich sagte ja, ich wollte 500 dieses Jahr erreichen, 500 Abos. Ob ich mir ein Ziel setze, 1000, ja, setzen wir uns mal ein Ziel, 1000 Abos im Jahr 24. Keine Ahnung, ob ich es schaffe, mir mal, es ist auch relativ, nicht egal, will ich nicht sagen. Aber ich möchte, mache Videos nicht für die, dass ich Abos kriege, sondern für jeden, der zuschalten will, auch wenn er nicht abonniert, der einfach Spaß hat an den Videos zu zeigen und sie anzugucken. Ich versuche was Besonderes zu zeigen. Ich versuche Dinge, die mir persönlich Spaß machen oder Erinnerungen und was nicht alles. Und ich habe auch noch vieles Material, was ich einfach so zeige. Dinge, vielleicht erzähle aus der Schwankel aus der Vergangenheit, aus der Kindheit oder Jugendzeit, von welchen Erlebnisse oder auch von der Pressezeit. Ich mache ja auch gerne die Let's Views. Da habe ich auch noch viel Material, das ich zeige, was besonders ist und so weiter und so fort. 5-Videos will ich wieder eine Menge machen. Ich habe noch mal ein paar Sammlungsvideos, wo ich speziell auf Dinge zeigen möchte aus der Sammlung. All das werde ich machen, so wie mir Spaß macht. Transformers-Sachen, Games, vielleicht noch wieder was zu Mangas. Ich habe keine Ahnung. Alles, wie gesagt, wozu ich Spaß, Lust und sonst was habe, Laune. Ja, so, jetzt labere ich schon viel zu viel einfach nur drumherum. Das war mein Jahr 2023. Ich habe es mit gesund und munter überstanden. In der Familie ist auch alles gut gegangen, so wie man sich das wünscht. Gut, ich gebe zu, mein Opa ist in diesem Jahr gestorben mit 96 Jahren. Man war darauf vorbereitet, auf eine Art natürlich ist so ein Verlust schwer, weil ein Mensch, mein Leben lang begleitet hat, nicht mehr da ist, aber man ist anders vorbereitet. Deswegen, ja, das war so einer der Negativpunkte, aber ansonsten, jeder von meiner Familie ist gesund. Die üblichen kleinen Wehwehchen, wie wir sie alle kennen, die normalen Probleme der Welt, aber dazu will ich ablenken. Ich möchte auf meinem Kanal nicht zu negativ sein. Ich möchte versuchen, positiv zu sein. Ich möchte hübsche Sachen zeigen, tolle Sammlungsstücke, Gedanken machen, welche Filme mir gefallen, all das ist es natürlich. Und in dem Fall danke ich auch meinen Zuschauern überhaupt, ne, alle, die mich unterstützen, alle, die meinen Kommentar abgeben. Und das ist irgendwie das, glaube ich, was ich jetzt für 2023 als Schlusssatz sage. Ne, abgesehen liken, teilen, abonnieren, wie ich ja immer sage, kommentieren. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal alle einen schönen Jahresabschluss. Wie man so sagt, schlittert gut in die Zukunft. Ne? Dieses Jahr kommt kein Video mehr. Das war das letzte für 2023. Ich lasse mir den Rest des Jahres jetzt, leg die Füße hoch, Rest des Jahres und mache erst wieder im nächsten Jahr Video. Ja, das so am Rande. Ne? Ich werde mir heute Abend noch einen schönen Film angucken und dann das Jahr ausklingen lassen. Alles klar, macht's gut. Und ja, jetzt noch mal ein paar schöne Eindrücke, die ich so gesammelt habe über 2023. So ein paar Highlights. Ja, ansonsten wünsche ich euch, ich wünsche euch das alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.